Sie sind hier, 26. Januar 2019, 18.08 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Selina Jörg scheiterte im Viertelfinale Urheberrecht Getty Images beim Parallel-Riesenslalom in Rugla präsentieren sich die deutschen Starterinnen nicht in WM-Form. Elbeste erreicht Selina Jörg das Viertelfinale. Die deutschen Race-Snowboarder haben die Generalprobe für die WM ab dem kommenden Freitag in Park City, Utah im Weltcup verpatzt. Die Olympia-Zweite Selina Jörg schied eine Woche nach ihrem Sieg beim Parallel-Riesenslalom in Rugla, Slowenien beim Parallelslalom in Moskau im Viertelfinale aus. Die Olympiadritte Ramona Hofmeister, Caroline Langenhorst, Cheyenne Loch sowie Stefan Baumeister waren bereits im Achtelfinale gescheitert. Die Parallelrennen bei der WM finden am 4. und 5. Februar, Riesenslalom, Slalom, statt. Von Sportinformation.